Bitte, was geht? Wie ihr unschwer im Titel erkennen könnt, wird sich heute die Frage beantworten, ob ich eine Bedrohung für die FIFA-Szene bin. Ich werde heute auf ein Video reagieren von dem Meinungsblogger Svetter. Er hat ein Video über mich gemacht, über diese Oversache. Ich habe mir das einmal angeschaut, um ehrlich zu sein. Aber wir gucken uns das jetzt gemeinsam an und beantworten halt die Fragen, die vielleicht offen sind im Video. Oder ich reagiere einfach. Keine Ahnung, ich mache das jetzt zum ersten Mal spontan. Und ja, Mann, let's go. Yo, servus, guys, euer Svetter Speck am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen, Jungs, heute zu, ja, wie ihr schon den Titel erkannt habt, entweder dieser FIFA-YouTuber wird die FIFA-Szene verändern oder Chanbrook wird die FIFA-Szene verändern oder... Oder Jumbrook eine Bedrohung für die FIFA-Szene. Ja, kann man machen. Warum nicht? Solche Videos, ein kleines Laber-Video, wo ich euch einfach mal so meine Eindrücke über den Neuen in der FIFA-Szene einfach so sagen kann. Und ja, ich würde mal sagen, starten wir auf alle Fälle rein, Jungs. Könnt auf alle Fälle gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da lassen, um jetzt... Lasst doch ruhig einen Daumen hoch da, Leute. Er gibt sich die Mühe, macht ein Video und ihr disliked das. Warum? Ja, wie der ein oder andere mitbekommen hat, ist ja Chanbrook eigentlich ein leidenschaftlicher FIFA-Spieler. In den letzten Jahren hat er gerne mal eine Road to Liga 1 gestartet, in der er öfters gerne mal ausgerastet ist, Packs gezogen. Naja, gerne mache ich das ja nicht, ne? Das kommt einfach so aus mir raus. Hat massig Geld reingesteckt hat und wahrscheinlich schon den ein oder anderen Gegenstand bei sich im Haus zerstört hat, jo. Also massiv Geld habe ich in das Spiel nicht investiert, wenn du damit meinst, dass ich Gegenstände kaputt mache. Ja, die muss ich dann neu finanzieren, aber wirklich Geld in das Geld reingesteckt habe ich nie. Und letztes Jahr hatte er eigentlich aufgrund mangelnder Klicks aufgehört, doch... Wegen mangelnder Klicks habe ich auf meinen Hauptkanal mit FIFA-Videos aufgehört. Warte mal kurz, Digi. Gucken wir mal, wie viele Aufrufe meine letzten FIFA-Videos hatten, okay? Also... Das allerletzte FIFA-Video auf meinem Kanal hatte mit Seko 120.000 Klicks. Ist das wenig? Mit NE 400.000 Klicks. Das war auch ein FIFA-Video. 400.000 Klicks. Und hier meine Broke to League One Session, Digga. 400.000 Klicks, 400.000 Klicks. Okay, 200.000 Klicks. Ich weiß nicht, was du unter mangelnden Klicks verstehst, Digga. Aber okay. Auf seinem Zweitkanal Chanbrook 2 richtig durchstarten zu wollen in FIFA 19 und hat kurz vor FIFA 19 zusammen mit Seko ein Ankündigungsvideo rausgehauen. Und dieses Ankündigungsvideo, muss ich einfach sagen, macht einfach aktuell Lust auf mehr für ein... Das freut mich, Digga. Einen Meinungsblogger wie mich, denn mit Chanbrook kommt jetzt ein sehr interessanter Charakter in die FIFA. Ich fühle mich geschmeichelt. Wie ist das eigentlich? Muss man den eigentlich aussprechen lassen und dann erst einen Selbst dazu geben? Was ist euch lieber? FIFA-Szene, ich denke, vielleicht auch ein sehr prägender Charakter. Aber ich erkläre euch das Ganze jetzt natürlich mal, warum. Letztes Jahr hat er noch zusammen mit viel FIFA und Prons ein Video auf seinem Kanal gemacht, aber dieses Jahr hat er gesagt, er möchte sich von der FIFA-Szene abgrenzen. Das so zusammen möchte ja mit dem guten alten Seko machen, den der ein oder andere vielleicht von dem E-Sportler Cihan von RB Leipzig kennen sollte. Und er hat zusammen mit ihm quasi ein Team Over gegründet. Ja, Seko ist mein Partner und du sagst ja, dass ich mich spalten will, wie ich das auch in meinem Video erwähnt habe. Ne? Ja, ich spalte mich von der FIFA-Szene, von gewissen Leuten, aber mit Leuten, mit denen ich schon ein Video gemacht habe, wie zum Beispiel Ene oder Prones. Mit den Jungs ist alles gut und wer weiß, vielleicht kann da mal wieder was kommen. Wenn die Jungs Bock haben, warum nicht? Quasi, sage ich es mal so, um auf YouTube ein Wiedererkennungsmerkmal zu haben. Und sein Team Over hat sogar ein eigenes Logo und eigenen Merch-Shop, finde ich auf jeden Fall. Naja, ich habe jetzt nicht extra für mein Logo einen Merch-Shop öffnet. Das war schon mein alter Merch-Shop. Da hatte ich damals Hayat-Sachen verkauft und Kammer-Sachen verkauft. Und jetzt werden halt Over-Sachen verkauft. An der Stelle links in der Videobeschreibung. Gönn dir. Richtig lustig, aber dieses Team soll quasi da sein, um Stärke zu demonstrieren. Er hat gesagt, jeder, der in diesem Team dabei sein will, muss erstmal einer WhatsApp-Gruppe joinen. Und in der wird dann quasi immer wieder neue Videos reingejoint und dort wird auch immer erwartet, sofort bei den Videos am Start zu sein, sofort zu kommentieren. Und deswegen haben auch viele Leute interessanterweise unter die Videos geschrieben, dass der Kanal gebottet wäre. Die er hat recht, wir haben momentan 3 WhatsApp-Gruppen, wir sind glaube ich 700 Mann und es wollen noch 1000 Leute in die Gruppe rein. Das heißt, wir müssen noch sehr viele Gruppen erstellen, aber es ist sehr schwer, diese Gruppen zu pflegen. Deswegen sind wir erstmal mit 3 Gruppen cool, die 4. wird gerade aufgebaut und dann geht es immer weiter. Und ja, es stimmt, man muss aktiv sein. Inaktive Leute brauchen wir in dieser Gruppe nicht. Und ja, es stimmt auch, dass unter meinen Videos Leute schreiben, dass das Bots sind uns, aber ist es ja nicht. Die denken alle, ja, weil die alle dasselbe Logo haben, ist das irgendwie, keine Ahnung, Bots. Das sind aber alles Menschen, Digga, das ist krass. Das ist krass und ich wette mit euch, viele YouTuber werden das nachmachen, aber ich bin gespannt, wer die ersten YouTuber damit sein werden. Aber dafür sind wir ja vorbereitet. Nein, das sind alles Over-Member, die in eine WhatsApp-Gruppe reinjoinen, genau. Und dort dann quasi die Designs fürs Kanal-Profilbild und fürs Kanal-Banner bekommen. Des Weiteren sagt er, dass er gerne möchte, dass die Leute sich... Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie redet er wie Prones, ne? Ist jetzt kein Front oder so, ich finde das
Das ist krass, das fällt mir gerade erst auf. PSN und in FIFA alles mit Unterstrich Over nennen, um quasi ein Wiedererkennungsmerkmal zu haben. Er möchte eine eigene kleine Community aufbauen und er hat auch gesagt, er scheut nicht davor, die auch mal für einen anderen YouTuber einzusetzen. Also falls ein YouTuber mal was Positives über ihn sagt, dass er zum Beispiel seine Army rüberschickt oder aber auch bei was Negativem. Oh, scheiße, du wirklich, Digga. Also an der Stelle muss ich sagen, du hast recht. Ich will eine kleine FIFA-Community aufbauen und das haben wir auch geschafft. Nicht alle haben deren PSN-Namen zu unten-strich over geändert. Das ist nämlich auch nicht böse. Ich bin auch kein Böse, der das nicht macht, so weil viele haben auch auf ihrer Hauptaccount sehr viele Trophäen, sehr viele Points aufgeladen. Deswegen ist das nicht schlimm. Aber es stimmt, jeder muss seinen Vereinsnamen in Over United ändern, damit wir uns alle erkennen können. Eine kleine Community aufbauen Haben wir und er auch? hat auch gesagt, er scheut nicht davor, die auch mal für einen anderen YouTuber einzusetzen. Also Richtig? falls ein YouTuber mal was Positives über ihn sagt, dass er zum Beispiel seine Army rüberschickt oder aber auch bei was Negativem. Da Und hast du das auch finde ich recht. auf jeden Fall ja schon sehr interessant, wie sich das entwickelt, aber natürlich auch ein bisschen kritisch. Warum? Gleich auf jemanden seine komplette Army zu hetzen, ist natürlich, sage ich mal, nicht so das Gelbe vom Ei, aber Okay, ich will das jetzt auch nicht so radikal ausnutzen, dass ich so viele Zuschauer habe, die auf Anhieb irgendwas machen, ne? Aber jetzt mal ehrlich, ob ich jetzt eine Gruppe habe, wo ich dann halt einen Link reinposte, wo die Leute dann direkt rübergehen, oder ob andere YouTuber halt im Livestream über andere reden und dann die Leute von selbst automatisch kommen, macht für mich keinen Unterschied. Weißt du, wie ich meine? Aber Jump Broke ist nun mal so ein Charakter und ich muss sagen, ich persönlich schaue mir seine Videos auch gerne an. Sie sind zwar nicht Freut mich, Digga. immer argumentativ auf dem höchsten Level, aber sie unterhalten einfach. Ansichtssache, aber okay, wenn du sagst, dass sie nicht so argumentativ sind und du dich trotzdem unterhalten fühlst, habe ich ja alles richtig gemacht. Denke ich jetzt mal und ich denke, so denkt auch der ein oder andere von euch. Und des Weiteren ist ja auch bekannt, dass Jump Broke damals mal eine Ansage gegen die FIFA-YouTuber gemacht hat. Das Ja, Mann, ich will mal sehen, wie viele Klicks das hat, Lan. Boah, Digga, 400.000 Klicks, Alter. Des Weiteren ist ja auch bekannt, dass Jump Broke damals mal eine Ansage gegen die FIFA-YouTuber gemacht hat. Das zeigt doch, er scheut sich nicht, irgendetwas zu sagen. Und ich denke auch, er wird sich dieses Jahr nicht davor scheuen, vielleicht die ein oder andere Ansage rauszuhauen, Man weiß es nicht. worüber ich natürlich berichten werde, weil ich finde Jump Broke einen sehr interessanten Charakter. Du bist schlau, Digga. Das ist gut, wenn du darüber berichtest. Kannst auch mal Klicks machen, Digga. Was machst du denn so an Aufrufen? Nicht, dass es jetzt wichtig wäre, aber mich interessiert das einfach. Okay, stabil. Mach einfach, Digga. Ist kein Problem. Kannst du gerne machen. Charakter in der FIFA-Szene. Ich fand auch damals seine Ansage sehr interessant, eben weil sich jemand mal getraut hat, seine Meinung zu sagen. Digga, warum sollte man nicht seine Meinung sagen? Wovor hat man denn Angst? Ich verstehe manche FIFA-YouTuber nicht, die vor anderen FIFA-YouTubern Angst haben. Sag doch einfach deine Meinung, wenn dir was nicht passt. Wovor hast du Angst, Digga? Was soll denn passieren? Du hast deine Community, du brauchst keine Angst zu haben. Fertig. Und wenn deine Meinung mal nicht gut ankommt, Alter, dann hast du einen Fehler gemacht, dann denkst du nochmal drüber nach und kannst diese Fehler einsehen und dahinter stehen. Das war's. Aber ich würde niemals mich verstellen wegen irgendetwas. Ich würde immer die Wahrheit sagen. Bei der einen oder anderen Sache hatte Jump Broke damals sogar recht, wenn man sich vielleicht zurückerinnert an das Ich glaube, er spielt auf diesen YouTuber an, der halt diese Ronaldo-Fake-Packs gemacht hat, ne? Video von damals. Und wenn er jetzt mit seinem Team Over auf jeden Fall was Heftiges reißt, dann auf alle Fälle Respekt, ein neuer Charakter. Was verstehst du unter was Heftiges reißen? Kommentier das mal bitte unter meinem Video, Sweater. Ich sag mal so, ich bin jetzt schon stolz darauf, was jetzt gerade ist. So kann es auch von mir aus bleiben. Wir haben eine stabile Zuschauerschaft, die unsere Videos gucken, die unser Logo tragen, die alles mitmachen, die aktiv sind, die Spaß dran haben. Ich habe auch Spaß. Guck mal, ich habe am Anfang gedacht, dass meine FIFA-Videos vielleicht nur 10, 20.000 Klicks machen werden, weil mein Kanal so lange inaktiv war, ne? Aber dennoch machen die Videos Klicks, so 50.000, 60.000. Ich mache Daily Upload. Es klappt, es funktioniert. Und Digga, ich bin dir ehrlich, ne? Ich habe lieber 10, 20.000 Klicks weniger, aber dafür stabile Zuschauer, die meine Videos kommentieren. Und das ist krass, so weißt du, ich meine? Ich hoffe, du hast mich verstanden, Brudi. Ist einfach da und er könnte die FIFA-Szene einfach wirklich prägen. Er könnte die anderen FIFA-YouTuber in ein völlig anderes Licht rücken und durch sein Team enorm aufsteigen und könnte vielleicht sogar eine gewisse Macht über andere erlangen. Das klingt schon hart, Digga, mit Machterlangen so, weißt du, aber guck mal, jetzt gerade bin ich nicht auf Beef aus oder so, ich will einfach nur Spaß haben mit Zecke, wir machen unsere FIFA-Videos und was in der Zukunft dann passiert oder was in Zukunft dann geplant ist, sehen wir dann alles, aber momentan, ihr könnt euch alle beruhigen, ich suche keinen Stress, ich will einfach nur meine FIFA-Videos drehen, vielleicht auch nicht. Klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich einfach mal die Kommentare anschaut und er sagt ja auch, er möchte, dass jeder Over-Member aktiv am Start ist und er hat auch eine treue Community, die ihm auch wirklich hinterherrennt, Das weil stimmt. welcher YouTuber kann sagen, dass er auf einem inaktiven Zweitkanal über 100.000 Abonnenten hat?
Niemand kann das sagen. Niemand. Ich bin selber davon fasziniert, was für eine krasse Zuschauerschaft ich habe, Alter. Mein zweiter Kanal war inaktiv. Wir haben halt diese Ansage hochgeladen, hier mit Zeko, wie man das auch auf dem Bild sieht. Das hat auch seine 20.000 Aufrufe gemacht. Ich lade meine FIFA-Videos hoch und auf einmal machen die FIFA-Videos wieder Klicks. Und dann frage ich mich, warum das so ist. Warum? Und dann sagen mir die Leute immer, was auch ein bisschen verständlich ist, weil ich halt eine andere Persönlichkeit habe. So, wisst ihr, wie ich meine? Also ich bin anders. Ich bin nicht so wie die anderen FIFA-YouTuber. Wie kann es sein, dass jemand 500.000 Abonnenten hat und auf seine FIFA-Videos nur 100.000 Klicks macht und ich aus dem Nichts komme und dass meine Videos auch so seine 30.000, 40.000 Klicks machen. Was passiert, wenn ich das ein Jahr lang so durchziehe? Was wird dann passieren? Das ist die Frage, so, weißt du, ich meine? Und darauf bin ich stolz. Darauf bin ich stolz. Ich bin wirklich auf jeden stolz, der mich guckt, Digga. Und ich feiere das, Digga. Mir macht das momentan extrem viel Spaß. Ich wünschte, ich hätte das schon vor 2 Jahren gemacht, so, weißt du, ich meine? Aber ich habe damals die finanziellen Möglichkeiten natürlich, dass ich einen PC habe. Keine Ahnung, ich war halt kein FIFA-YouTuber. Ich wünschte, Seko hätte sich vor 3 Jahren schon bei mir gemeldet, dann wäre das Ganze anders abgelaufen. An der Stelle bedankt euch alle bei Seko, dass ich das überhaupt alles mache. Ich wollte vor 3, 4 Monaten aufhören mit YouTube. Darüber werde ich irgendwann bestimmt auch ein Video machen. Noch ist mir das zu früh. Ich habe keinen Bock, dass andere YouTuber das als Angriff gegen mich benutzen. Weil, ja man, wenn man halt emotionaler wird und das als Angriff benutzt werde, ich lasse mich ja schnell provozieren. Mache ich nicht. Aber so halt, weißt du? Ich guck mal, was du noch zu sagen hast. Das zeigt einfach, dass eine Community-Treue da Ja, Mann. ist. Schade ist es natürlich trotzdem, dass er sich von der FIFA-Szene abgrenzt. Ich hätte ihn gerne mal in dem ein oder anderen Battle gesehen. Aber wer weiß, wozu was das gut sein wird. Und vielleicht wird auch eines Tages gegen den FIFA-YouTuber spielen. Ich Wird bestimmt dazu kommen, aber ich sag dir ehrlich, Bruder, ich will nicht so businessmäßig mit irgendwelchen Leuten Videos machen, mit denen ich nicht befreundet bin. Weißt du, ich habe auch mit anderen Leuten Videos gedreht, aber ich denke immer zweimal nach, mit wem ich jetzt in Zukunft noch drehe oder nicht. Weißt du, das war mir immer wichtig. Das ist mir immer wichtig gewesen, nicht mit Leuten einfach Videos zu drehen, nur wegen Aufrufen. Weißt du, wie ich meine? Ey, Neo und Prones habe ich kennengelernt, Digga. Stabile Jungs, mit denen habe ich Videos gemacht. Aber ob ich in Zukunft noch Videos mache, so mit wem auch immer, müssen wir noch überlegen. Aber ich würde niemals, keine Ahnung, irgendeiner meldet sich, der hat 1 Million Abonnenten, 800.000 Abonnenten, macht gut FIFA-Klicks, aber ich mag ihn nicht, weil das ein Fake ist oder was auch immer. Ich würde niemals mit ihm ein Video drehen. Niemals in meinem Leben. Ich bin mal gespannt. Jumprope, wie gesagt, das Thema werde ich wahrscheinlich öfters mal auf meinem Kanal bringen. Schreibt auf alle Kannst gerne Fälle machen. gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Heute mal ein kleines Laber-Video. Mich würde eure Meinung interessieren. Alles klar. Mich würde auch interessieren, was ihr von diesem Thema haltet. Kommentiert das mal in die Kommentare. Was meint ihr? Bin ich eine Bedrohung für die FIFA-Szene? Ich glaube nicht. Warum sollte ich eine Bedrohung sein? Ich habe einfach Bock, meine FIFA-Videos zu drehen und gut ist. Ich bin heute um 18 Uhr live auf Twitch für 2 Stunden. Kommt vorbei, ich werde mein Format starten. Du gegen mich, da spiele ich gegen Subscriber. Und mich würde mal interessieren, was ihr von diesem Video haltet. Ist das okay? Ist das okay so, dass ich so live reagiere? Was haltet ihr davon? Ist das okay für euch? Weil ich bin nicht daran gewöhnt, so einfach so zu reden, Aufnahme starten werden und einfach hochzuhören. Keine Ahnung. Gebt mir Bescheid, dann kann ich in Zukunft das ein bisschen besser machen. Ich würde das auch gerne im Stream machen, wenn ihr Bock habt. Lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach gar nichts. I'm der Jackson, I'm der Jackson Nino, I'm der Jackson 5. Tschüss.